Die Gründung Renate Backhaus hat es ja bereits einleitend gesagt, als Bund für Naturschutz und Landschaftspflege Niedersachsen unter den nach wie vor prägenden Persönlichkeiten des Naturschutzes, nicht nur in Niedersachsen, sondern in ganz Deutschland, Dr. Haider, Professor Buchwald, Professor Preising, die war auch ein Stück Zeitgeschichte. Denn diese Initiative erfolgte gegen den damaligen Zeitgeist. Der Zeitgeist war ungebremstes Wachstum, Euphorie über die entsprechenden Wachstumszahlen, Anbetung des Wachstums als Ersatz Gott. Und umso bemerkenswerter war, dass diese Initiative von Staatsbeamten ausgegangen ist, weil sie erkannt haben, dass ihre Arbeit innerhalb der Behörden chancenlos ist, wenn es nicht auch entsprechenden öffentlichen Diskurs darüber gibt, dass allein das Auf den Weg bringen von Gesetzen offensichtlich nicht ausreicht, um im Naturschutz entsprechendes zu bewirken, und von der Wissenschaft. Professor Dr. Konrad Buchwald steht für eine Wissenschaft, welche, und das vermissen wir durchaus heute, partiell wenigstens, welche auch ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrgenommen hat, welche sich nicht zurückgezogen hat in den Elfenbeinturm mit könnte und sollte und allen möglichen Konjunktiven gearbeitet hat, sich nicht klar positioniert hat. Er steht für eine Wissenschaft, welche auch die entsprechenden Erkenntnisse in die Gesellschaft hineingetragen und damit natürlich sich auch als Wissenschaft angreifbar gemacht hat.